Tja, liebe Leute, noch eine Sache. Ich habe hier ein Strahlungsthermometer. Das zeigt hier hinten etwas an. Und zwar zeigt es jetzt an, na, wir haben 35 Grad im Schatten. Naja, 35 bis 39 Grad im Schatten, je nachdem, wo ich hinleuchte. Leuchten meine ich damit diesen Laserpunkt. Vielleicht sieht man ihn jetzt im Video. Ne? Da, wo ich hinziele, ist ein Laserpunkt. Und das ist die Temperatur, die gemessen wird. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Der Erdboden hat sich erwärmt. Da, wo Sonne ist, ist es warm und das erwärmt die Luft. Ja, die Luft leitet aber die Wärme eigentlich gar nicht so richtig weiter. Und jetzt kommt was. Ich werde jetzt mal da oben, da ist blauer Himmel. Und da werde ich mal reinleuchten. Jetzt sieht man allerdings wegen der Belichtung nichts. Ich lasse los und wir gucken uns das Messergebnis mal schnell an. Nur 10 Grad. Nochmal. Hier ist wieder eine blaue Stelle. So. Nur 1 Grad. Je blauer, umso kälter. Also es hat jetzt nichts mit der Farbe zu tun, sondern was mit den Wolken. Und zwar werde ich jetzt mal hier auf, na, damit es nicht so extrem ist, mal auf diese Wolke da leuchten. Die Temperatur unter der Wolke messen. Und siehe da, 20 Grad. Und das ist der beste Beleg dafür, dass abends, es sieht alles sehr trocken aus, ne, ist furchtbar, dass abends, wenn die Sonne nicht mehr da ist, es so schnell auskühlt, wenn keine Wolken da sind, als wenn, das kennt ihr wahrscheinlich eher vom Winter, wenn im Winter der Himmel bewölkt ist, dann wird es relativ mild bleiben. Und die Wolken wirken wie so eine Art Abschirmung, die die Strahlung, die Wärmestrahlung der Erde praktisch wieder zurückwirft. Eine Art Thermoskanne, ne? Gut, guckt euch mal die Pflanzen an, aber ich gieße die, keine Angst, ich bin da nicht so. Sieht alles ein bisschen arg mitgenommen und trocken aus, beim Rasen kann ich nichts mehr machen. Ich war ein paar Tage nicht da und schon ist alles zu spät. Na gut, jetzt trauern wir mal nicht, schlechter wäre schlechtes Wetter. Und wir freuen uns ja über den Sommer, ne? Also, ich wünsche euch weiter schöne Tage.